Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Side-by-Side-Kühlschränke an. Alle Kühlschränke sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welcher Side-by-Side-Kühlschrank der beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video! Wir beginnen mit dem Hisense Side-by-Side-Kühlschrank. Dieser Side-by-Side-Kühlschrank von Hisense hat einen Nutzinhalt von 521 Litern, wovon 336 Liter auf das Kühlfach und 185 Liter auf das Gefrierfach entfallen. Beide Hälften verfügen über jeweils 5 Ablageflächen und 2 Schubladen. Weitere Fächer befinden sich in den Türen. Die Steuerung der beiden unabhängigen Kühlkreisläufe erfolgt über ein außen an der Tür angebrachtes Display und macht keine Türöffnung notwendig. Das Multi-Airflow-Kühlsystem sorgt dafür, dass alle Bereiche im Kühlschrank gleichmäßig mit kalter Luft versorgt werden. Das macht es möglich, die Lebensmittel schneller einzufrieren, die Frostbildung zu minimieren und die Kühlperiode zu verkürzen. Die Gefrierleistung des Modells liegt bei 11 Kilogramm in 24 Stunden. Die Total No Frost-Funktion macht das regelmäßige Abtauen des Gefrierbereichs überflüssig. Als zweites haben wir den LG Electronics GSJ361. Dieser Side-by-Side-Kühlschrank hat ein Display zur Temperaturregelung. Das Gerät ist mit Smart Diagnosis ausgestattet, sodass eine telefonische Fehlerdiagnose durchgeführt werden kann. Der Kühlschrank hat die Energieeffizienzklasse F und verbraucht etwa 429 Kilowattstunden im Jahr. Er bietet mit einem Nutzinhalt von insgesamt 606 Litern viel Platz für Lebensmittel. 400 Liter entfallen dabei auf das Kühlfach und 206 Liter auf das Gefrierfach. Sowohl der Kühlbereich als auch das Gefrierfach verfügen über jeweils 4 Ablageflächen und 2 große Schubladen. Die Gefrierleistung liegt bei 12 Kilogramm in 24 Stunden. Ein spezielles Door-in-Door-System erlaubt es, durch eine kleinere Tür, die in die große rechte Kühlschranktür integriert ist, auf Getränke und Snacks zuzugreifen. So entweicht wesentlich weniger kalte Luft aus dem Kühlschrank als beim Öffnen der großen Tür. Das spart Stromkosten. Der Kühlschrank hat eine Kindersicherung, die das Display sperrt. Beide Teilbereiche des Side-by-Side-Kühlschranks sind mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet und mit 39 Dezibel ist er angenehm leise. Und zum Schluss der Bosch Serie 4. Dieser Side-by-Side-Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen von insgesamt 580 Litern. 372 Liter entfallen auf den Kühlteil, der Gefrierschrank fast 208 Liter. Die Bedienung des Geräts erfolgt über ein Touch-Control-Feld, das außen an der linken Tür angebracht ist. So ist die Temperaturregelung ohne das Öffnen der Tür möglich. Das Display hat eine Kindersicherung und lässt sich entsperren, sodass Kinder die Einstellungen nicht verändern können. Das Modell hat eine Umluftkühlung, die dafür sorgen soll, dass alle Bereiche gleichmäßig mit kalter Luft versorgt werden. Das Modell hat keinen Wasserspender oder Eiswürfelspender in der Tür, dafür den Eistwister im Gefrierteil, der sich manuell mit Wasser befüllen lässt und für frische Eiswürfel sorgt. Die No-Frost-Funktion soll das Abtauen des Kühlschranks überflüssig machen, indem die Eisbildung im Inneren verhindert wird. Die Front des Geräts besteht aus Edelstahl, die Oberfläche ist gegen Fingerabdrücke geschützt.